Hallo und willkommen zurück zu Ukulele. Ich würde mal sagen, finale Folge. Jetzt geht's nochmal rund. Ich habe alle Welten aufgearbeitet, hat man ja in den letzten Folgen gesehen. Capital B gibt auch nochmal seinen Senf dazu. Mir wurde jahrelang erzählt, eine buchabsorbierende Konzernzentrale sei nicht gefragt. Aber schaut sie euch jetzt an. Genau. Ich habe vor allen Dingen genug Pages, um hier reinzukommen in seinen Palast. Ich wollte nochmal anmerken, hier ist so ein niedlicher Lieferanteneingang oder was auch immer. Kann ich aber nicht nutzen. Ist nur für Dr. Quack, wie man schon auf dem Bild sieht. Ja, und jetzt schauen wir mal. Entweder jetzt kommt hier noch ein riesiges Final-Level oder es kommt direkt der Boss-Fight. Ich gehe ja von einem Kampf aus. So, los geht's. Hallo, im Interesse der Zeitersparnis kannst du uns nicht einfach hochlassen. Ich hoffe doch mal. Hören Sie mal, Sir. Die haben haufenweise Pages für das Einbuch gesammelt. Vielleicht sollten wir sie hochlassen. Quack, hören Sie auf, mich anzuzwinkern. Ich fühle mich zwar geschmeichelt, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, ihr zwei, gute Arbeit bei der Pagey-Quest. So, jetzt kommt der Aufzug. Pling! Warum kommt ihr nicht hoch und versucht eine feindliche Übernahme eures geliebten Buches? Haha. Es ist eine Falle, aber ich muss es tun. So. Da bin ich doch mal wirklich gespannt. Oh. Immer noch Ivory Towers. Ach, je. Oh. Ach, Quiztime. Ach, du Scheiße. Ich hab doch wieder alles vergessen. Willkommen zur Bonusrunde. Ich bin und bleibe Dr. Quack, der Moderator. Aber schön, dass es nochmal ein Quiz gibt. Zwei hatte ich ja bisher. Ich glaube, es ist das dritte. Was? Du hattest doch gesagt, die Quizze wären vorbei. Ich habe gelogen. Wie üblich gibt es 10 Fragen, die korrekt beantwortet werden müssen. Und nur 3 Leben. Hm. Aufgepasst, liebe Kandidatin. Diese Fragen sind besonders schwierig. Ja, aber das Gute ist, ich habe mich jetzt so intensiv mit der Aufarbeitung des Spiels beschäftigt, vielleicht schaffe ich diese Fragen. Der Eingang zu Capital B's Büro. Wie viele goldene Statuen stehen davor? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Ich nehme die Mitte. Wow, nicht 3. 2 wäre eigentlich eine gute Zahl gewesen. Das hier ist nicht so euer Ding, was? Nee. Dieses Bild, welche Welt zeigt es? Na, das werde ich doch wohl hoffentlich hinkriegen. Galeonengalaxie, würde ich sagen. Puh. War geraten vom Stil her. Huch, das war die schwierigste Frage. Nee, ich fand die erste schwieriger. Und ich war schnell. Verflixt und zugenäht. Eine superschnelle, korrekte Antwort. Das gibt 2 Punkte. Na dann. Dafür hatte ich vorher keinen. Und ein Herz verloren. So. Im Capital Casino. Wessen Statuen verzieren den zentralen Brunnen? Scheiße. Oh, weia. Capital Casino. Ich weiß es nicht, ich rate. Falsch, noch ein Leben weniger. Oh, scheiße. Läuft nicht so. Diese fadenscheinigen Schmetterlingsschübe. Wie viele habt ihr bisher gestohlen? Oh, scheiße, ich hatte am Anfang... Ah, Hilfe, ich hatte 5 Schmetterlinge, jetzt habe ich, glaube ich, 12. Ich würde sagen 7. Nein! Dann waren es nur 6. Ach so, das kann ich mir ja ausrechnen. Es gab in jeder Welt einen und im Ivory Towers. Ach, bin ich blöd. Kommt schon, konzentriert ihr euch überhaupt? Also 6 wäre die Antwort gewesen. Ich denke einfach immer zu kurz nach oder falsch. Ach, wie schade, ihr scheint keine Leben mehr zu haben. Was? Schon vorbei? Habe ich gar nicht mitbekommen. So ein Pech. Vielleicht habt ihr nächstes Mal mehr Glück. Und jetzt zurück zum Start, ihr Dummerchen. Ja, scheiße. Okay, nächster Versuch. Ich nehme an, ihr wollt es nochmal versuchen. Ja. Beim zweiten oder dritten Mal schafft man es ja normalerweise. In eurem Interesse hoffe ich, dass ihr euch diesmal ein wenig besser vorbereitet habt. Irgendwann will der noch wissen, wie oft ich beim Quiz versagt habe. Im Capital Casino, wie viele Kacheln... Was hat der Boden des Kachelpaarraumes?
Was war denn der Kachelparam? Ach, der! Ah, ich würde sagen... Was? 10 mal 10 vielleicht. Hä, wir reden doch von... Ach nee, Memory war nicht der Kachelpaarraum. Was zur Hölle war denn der Kachelpaarraum? Okay, nicht 10. Falsch, ich hätte mit mehr Gegenwehr gerechnet. Okay, das Quiz ist nicht ganz so simpel wie die anderen. Dieses Bild, welche Welt zeigt es? Auch Galeonengalaxie, allein von der Farbgebung her. Was? Oh shit, dann war es der Sumpf, oder wie? Konzentriert euch, das war die leichteste Frage von allen. Wie lang habt ihr gebraucht, um bis hierher zu kommen? So, jetzt wird es ein bisschen peinlich, weil es sind tatsächlich, habe ich gerade im Startbildschirm geguckt, schon 35 Stunden und 44 Minuten. Gut, dass ich darauf geachtet habe. Sabalot, die Fragen sind eindeutig zu einfach. Das kann ich nicht bestätigen. Die Unternehmen in diesem Abenteuer, welches ist eindeutig das Beste? Oh je, wahrscheinlich das hier? Ach nee. Ivory Towers natürlich. So. Verdammt, ihr seid eindeutig am Schummeln. Ich bin am Rudern, ich habe nur noch ein Herz. Der verlogene Verkäufer Trouser, welchen Move hat er dir als erstes beigebracht? Ach du Kacke, der war noch kostenlos. Hier Schwanzwedeln, genau dieses sich im Kreis drehen. Oder ich musste nur 3 Federn sammeln oder so. Vermaledeit, selbst eine beknackte Echse kriegt mal eine richtige Antwort hin. So, noch so viel Fragen vor mir. Das lächerliche Reptil Rextro. Welche Farbe haben seine... Schuhe! Oh, come on, Schuhe! Also er selber ist orange. Genau, er trägt keine Schuhe. Fangfrage. Pah, ihr habt auf Yukapedia nachgeschaut, nicht wahr? Nein. Ich habe glücklich geraten. Dieses Bild, welche Welt zeigt es? Das ist, sind die Stammblocktropen. Uff, ich hoffe, ihr schaut nicht insgeheim aufs Handy. Nein. Und die war schnell. Verflixt und zugenäht. Eine superschnelle, korrekte Antwort. Das gibt 2 Punkte. Oh, trotzdem werde ich dann beim letzten scheitern. Oh. Noch 3 oder 4. Federn, legales Eigentum von Ivory Towers. Wie viele habt ihr insgesamt? Das weiß ich, 1010. Das sind nämlich alle. Puh. Gleich kommt die nächste Frage. Jetzt war ich erstmal wieder schnell. Das ist auch gut. Und jetzt noch einmal schnell und dann hätte ich's. Bitte nicht sterben. Dieses Bild, welche Welt zeigt es? Okay, schnell sein, schnell sein, schnell sein, schnell sein. Ha, Capital Casino. Capital Casino, da waren diese Kameras, beziehungsweise diese Wände. Sabalot, die Fragen sind eindeutig zu einfach. Juhu. Uiuiui. Knapp überlebt. Unmöglich. Ihr habt das letzte und schwierigste Schnellfeuerquiz bestanden. Was gewinnen wir? Ein Stück Schinken? Ein paar hübsche Teller? Also gut. Ich werde euch nicht länger abhalten, euch dem Boss zu stellen. Ihr werdet euch ohnehin nur eine richtige Klatsche holen. Ich glaube, ich habe noch nicht erwähnt, dass ich das wichtigste Tonikum von allen angelegt habe. Achtet mal drauf, ich habe Hosen, ne? Capital B's Büro. Jetzt geht's zur Sache. Endlich! Ich war gerade dabei, das Büro abzuschließen und auf den Golfplatz zu gehen. Ich bin Yuka und dies ist Layli. Wir wollen unser Buch zurück. Ganz unschuldig mal einfach so angefragt. Ich weiß, wer ihr seid, du grüner Gauner. Ihr seid die beiden, die magische Pages sammeln. Für mich. Und jetzt habt ihr sie mir direkt freihaus geliefert. Narren. Tja, ich fürchte ja auch, ich muss die noch verteidigen. Es war schrecklich langweilig, euch zu erlauben, euer Abenteuer zu beenden.
Aber jetzt werden wir es ein für allemal beenden und unsere finsteren Pläne in die Tat umsetzen. Wenn ihr diese Pages wollt, werdet ihr sie uns wegnehmen müssen. Also gut. Ihr wollt eine feindliche Übernahme. Versucht mitzuhalten, ihr komischen Kerle. Mitzuhalten. Ups. Dr. Quack ist schon mal nicht dabei. Der kann ja nicht mal alleine aufstehen. Oh, ich bin noch hier, okay. Vielleicht kann ich ihm doch noch irgendwie was sagen. Okay, ich akzeptiere eure Bedingungen für eine gegenseitige Kapitulation. Fahrt fort. Hä? Frech wird da auch noch, ja? Guck mich erstmal noch hier um. Aber hier ist nichts. Wieder mal so eine selbstherrliche Goldstatue. War ja klar. Kann ich hier rausgucken? Nicht wirklich. Schön hat das. Ich mache erstmal ein bisschen was kaputt. Was steht denn da? Der Boss, natürlich. Okay, ich fahre hoch. Das Quietscheentchen liegt auf dem Rücken und ist hilflos. So. Dummköpfe, ich kann kaum glauben, dass ihr mir in meine persönliche Pulverisierungskammer gefolgt seid. Ich glaube, auf dem Fahrstuhlknopf stand Schreibwarenlager. Euer Hausfriedensbruch findet hiermit ein Ende, schäbiges Duo. Ich werde euch überflüssig machen und die Pages werden mir gehören. Und mit ihrer Macht wird unsere Organisation die Geschichte des Universums neu schreiben. Macht euch bereit für mein beeindruckendes, kurzfristiges Wachstum. Oh. Hoppla. Okay. Capital B durch Crowdfunding finanzierter Konzernfiesling. Ach, je. Das Tonikum stand nicht auf Wendys Getränkekarte. Lass uns dem Typen eine Lektion erteilen, Layli. Tja. Ah ja. Diese Moves habe ich übrigens überhaupt nicht gebraucht, ne? Diese... Was kann er denn? Er wirft... Oh! What? Alter! Er schickt mir erstmal ein paar Bienen und jetzt schwirrt er hier auch selber rum. Oh. Okay, was muss ich machen? Wie wird man denn Bienen am besten los? Oh. Verdammt! Die Frage ist, wie kann ich ihn überhaupt angreifen? Oh Gott, ich kann gar nichts machen. Okay, oder ich muss nur eine Weile überleben. Dann rolle ich jetzt mal einfach vor diesen Bienen weg. Aber die werden auch immer schneller. Das ist das Problem. Ah. Und wenn ich hier jedes Mal meine Energie verbrauche. Oh, scheiße. Ich sehe nichts in der... Oh, sie sind weg. Tatsächlich. Okay. Ich schaue mich gerade in der Umgebung um, ob ich irgendwas nutzen kann. So, also wenn ich normal laufe, dann kriegen sie mich, oder? Na, obwohl, guck mal. Ich habe das Gefühl, die werden schneller. Ja, okay. Scheiße. Nee, ich kann ihn nicht angreifen. Das ist ja fies. Ich muss auf jeden Fall wegrollen. Kann nur hoffen, dass meine Energie sich regeneriert und ich muss einen Plan schmieden in der Zwischenzeit. Scheiße, was ist denn hier? Wenn ich ihm zu nahe komme, greift er mich auch an. Verdammt. Ist hier oben was? Ja. Mach jetzt mal Folgendes. Ich schmeiß ihm jetzt mal... Oh! Scheiße, das bringt nichts. Ich wollte ihm... Ey! Hat er eine neue Phase erreicht gerade? Ich wollte ihm deinen Bienenkorb zurückschmeißen, aber er wird ja gegen die eigenen Leute immun sein. Was? Sind es schon zwei gerade? Oh nein. Hä? Hä? Wo ist er? Da.
Nee. Das geht auch nicht. Das ist sehr schön. Aua, Mann, müssen die mich denn noch erwischen? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe noch die, den Sonarsprenger. Weiß ich nicht, ob ich den mal in seiner Nähe anwenden kann. Das dauert auch alles so lange. Ah! Das interessiert ihn gar nicht. Oh, doch! Gleich nochmal. Und nochmal. Und weg. Oh, meine Energie. Oh, scheiße. Ah. Oh, shit. Ich habe keine Wahl. Ich muss rollen. Hier gibt es auch keine Schmetterlinge oder sowas. Verdammt. Das dauert halt zu lange, den... Irgendwie, den irgendwie auszuwählen. Shit. Ach man, das hilft doch alles nichts. Okay, ich mache jetzt das normale Sonar. Das verbraucht keine Energie. Hat ihm das was ausgemacht? Ach, ich bin völlig planlos. Ich überspringe mal. Ach ja, ich kann mich auch noch unsichtbar machen. Ist vielleicht ganz hilfreich. Kostet aber noch mehr Energie als Rollen. Und erwischt mich auch. Na, ist das super. Mann. Hätten sie das nicht mit Wespen machen können? Die sind wirklich nervig. Dieses Spiel reißt alles ein, was Biene Maya aufgebaut hat. Mann, hau doch nicht immer ab. Nein, falscher Move. Ach, scheiße. Ach, ich krieg's aber auch nicht auf die Reihe. Wie wird man denn diese blöden Bienen los? Ah, komm, setz dich. Was kann man tun? Kann man die irgendwie ablenken? Also was habe ich denn alles? Ich kann fliegen, das ist ja wohl Quatsch. Bienen können genauso fliegen. Ich kann den Echsenhüpfer machen. Ich kann unsichtbar werden, dann kriegen sie mich auch, wie man gerade gesehen hat. Ich kann diese blöde Zunge machen. Ne, hier ist die Zunge. Ich werde wohl kaum Bienen schlabbern. Oh, oh. Okay, der Kumpelkracher scheint zu helfen. Moment. Ach, Mann. Komm, setz dich da hin. Was? Der Kumpelkracher hilft nicht? Aber hat er doch geholfen. Oh. Man hat auch nur so einen kurzen Moment, ne? Wir hätten nicht mal diese Bienen abhauen können. War das ein Irrglaube gerade? Dass der so nah hilft? Oh Mann. Oder muss ich die Bienen auf ihn lenken? Nein. Das bringt natürlich nichts. Oh. So ein Boss kann ich ja leiden, wo man irgendwie keinen Plan hat. Ich kann noch... Ich wollte gerade noch was Neues ausprobieren, aber... Nein. So, ich visiere ihn jetzt mal an mit dem... Oh, das bringt alles nichts. Man kommt sowas von überhaupt nicht an ihn ran. Aber ich glaube, durch dieses... hier kann man sie abschütteln. Verlieren sie auch nicht die Fährte. Ach man, hier funktioniert aber auch gar nichts. So, jetzt nochmal gucken. Also,
Ja, okay, damit kriege ich die schon mal weg. Das könnte wenigstens ein bisschen Ruhe reinbringen. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, das hilft schon mal gegen die Bienen. Dann treffe ich ihn nicht. Super, dann muss ich bei ihm was anderes machen. Okay, also er schmeißt den Honig. Honig sage ich schon. Er schmeißt den Bienenstock. Ich spreng die Bienen weg. Das hilft nichts. Ich meine, wenigstens hatte ich es schon mal geschafft, ihn zu treffen. Was habe ich denn sonst noch? Soll ich mich an ihn ranpushen? Oh. Ich fürchte ja Schlimmes, dass hier auch noch es diverse Phasen gibt, in denen man so Sachen machen muss. Oh mein Gott, nochmal. Muss er sich auch jedes Mal drehen, wenn ich mich wieder ihm nähere. Okay, man, es gibt wirklich einen kurzen Moment, wo man ihn dann noch treffen kann. Oh, ich habe keine Energie. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Komm, ein bisschen Energie brauche ich. Oh, sie ist ja direkt wieder voll. Ah, ich wollte ihn. Oh Mann. Boah, das ist echt. Das ist echt nervig. Wie man hier so peu à peu rausfindet, was man überhaupt tun soll. Weg. Ich verbrauche halt wie blöde Energie. Das ist echt das Problem. Ich meine, ich kann ja jetzt zu ihm hinlaufen, solange die nicht angreifen. So, dann habe ich ihn schon mal. Jetzt gibt es hier aber ordentlich aufs Bäuchlein. So. Vielleicht wäre es auch ohne den Unsichtbarkeitstrick gegangen. Ich weiß es nicht. Aber ich baue ihn jetzt lieber mit ein, bevor es schief geht. Ich hoffe, das ist das Richtige. Nicht, dass jetzt hier immer noch irgendwas fehlt. Ich meine, ich treffe ihn. Aber ob das richtig ist, also ob das ihm schon Energie abzieht, ist ja auch die große Frage. Oder ob ich am Ende noch den Kumpelkracher vielleicht auf ihn drauf machen muss. Sie wollen ja hier immer alle möglichen Fähigkeiten von einem haben. Ich gehe jetzt mal so zu ihm hin. Ah, okay, funktioniert auch. Ah ja, okay, war der Kumpelkracher. Aua, direkt in meine Aktien. Quaxi, fauler Vogel, senden Sie mir Firmi-Verstärkung. Und was immer Sie tun, passen Sie auf, dass Sie die Firmi-Kisten nicht mit den Munitionskisten verwechseln. Was? Ach Gott, das war ja gerade mal Phase 1 von Hast du nicht gesehen. Sie sind unterwegs, Sir. Direkt vom Fließband. Ach, die Kleinen, na, die werde ich wohl noch schaffen. Warum? Ach, er schießt auch noch. Ja, klar. Erstmal alle wegmachen, die werden ja wohl nicht neu kommen. Ah, da kommen doch welche. Oh Mann. Ach, hier sind noch Kisten. Die machen wir einfach mal auf. Oh, aha. Oh, und er schießt auch noch.
Es ist gar nicht so gut, das hier so zu haben, weil... Sollen die Kisten neu? Ich glaube schon. Hier ist noch eine. Ach nee, das ist doch auch so eine Pflanze. Na komm schon. Ah, shit, Mann. Man hat hier keine Zeit. Er ist zu weit oben. Ach, je. Mann, stell doch mal diese Ansicht um hier. Oh, habe ich den überhaupt schon getroffen? Ach, komm schon. Er reagiert nicht. Da fehlt doch absolut die Zeit. Den Zielmodus kann ich doch praktisch nicht nutzen. Nee, ey. Macht mich ja schon wieder fertig. Die rennen hier aber auch relativ planlos. Nein, in der Gegend rum. Und lass mich in Ruhe. Shit. Was soll ich denn tun? Okay, ich habe ihn getroffen. Ich muss das ohne Zielmodus machen. Komm schon. Mann, was ein Stress, ey. Nee, das funktioniert hier überhaupt nicht gut. Ach komm, nun flieg hoch. Ja, fliegen ist ja bekanntlich die noch bessere Option, weil man hier so schön steuern kann. Ist das nervig. Das kriegt massiv Abzüge von mir, dieser Bosskampf. Der funktioniert halt gar nicht. Oh. Komm schon. Ich treffe ihn ab und zu mal, ne? Aber hat es mir was geholfen bisher? Nein. Oh. Ah, toll. Ich dachte, ich soll was einsammeln. Komm, nimm dir das Ding da. Alles schon schlimm genug. Meine Fresse nochmal. Komm runter. Komm runter. Das kann doch nicht wahr sein hier. Hilft das überhaupt was? Okay, der muss sich erstmal hinsetzen. Schön, nochmal von vorne. Das ist doch wunderbar. Kann ich gleich mal testen, ob... Okay. Der Kumpel Kracher spielt echt keine Rolle. Ich muss ihn diverse Male treffen. Dann machen wir gleich diverse Male. Tja, wenn man weiß, wie es geht, dann geht ja die erste Phase noch. Aber jetzt ist die zweite Phase das Nervige. Oh Mann. Wenigstens ist er diesmal nicht über mich drüber geflogen. Wow. Ganz schön weit weg ist er geflogen. Aber egal, ich krieg ihn. Oh.
Tisch, tisch, tisch. Sein Stöckchen verloren, spielt das eigentlich eine Rolle? Oh, er hat schon geschossen. Warum hat er sich denn da niedergelassen? Bewegt er sich nicht erstmal ein Stück? Okay. Aua, direkt in meine Aktien. Ja, ja, wissen wir. Bla, bla. Tja. Ich wüsste nicht, was der Plan sein soll. Also die kommen immer wieder neu. Da bin ich mir ja ziemlich sicher. Wäre ja auch zu einfach, wenn man dann irgendwann alle weg hätte. Wobei es schon nervig genug ist, dass er da ständig wirft. So, also hier steht eine... Ah, die kommen einfach aus dem Boden raus. Wie üblich. Das hat gar nichts mit Kisten zu tun. In den Kisten ist ja das... Ist ja die Munition drin. Ja, schön. Also... Komm schon. Schnabber den Kram. Der erwischt mich wahrscheinlich überall, auch wenn ich ganz hinten in der Ecke stehe. Ja. Das war wieder super ungünstig mit der Kamera, aber... Ach so, was ist denn, wenn er mich nicht sieht? Oder wenn die mich nicht sehen? Ah! Nicht mal das hilft. Ah, oh Mann. So, ich wollte unter ihn kommen und einen so Nahsprenger machen, aber dann haut er ab. Also ich muss ihn auf jeden Fall... abschießen. Ah, und diese Taste... Geht halt nicht schnell genug. Dann kann man ganz kurz mal ihn anvisieren. Oh. Und da wirft er auch schon wieder das nächste auf einen. Also das ist doch... Nee. Jetzt kann ich wieder im Geiste meine ganzen Fähigkeiten durchgehen, ob hier irgendeine hilft. Ah. Ah, das ist doch... Hey, nee, sorry, aber... muss ich so machen. Ah! Ich bin leer. Oh, wo ist er? Oh Mann. Ich muss hier jetzt einfach durchhalten. Das bringt nichts sonst. Das ist sehr nervig. Einfach immer in Bewegung bleiben. Und schön klingeln lassen. Zu Weihnachten. Und nicht auf seinen Bienenkorb reinfallen. Bienenstock reinfallen. Ah, Mann, lass mich in Ruhe! Kriegst noch ein paar so. Super, jetzt kommt die dritte Phase. Es ist Zeit, diesen Führungsstreit auf die nächste Stufe zu eskalieren. Quack, aktivieren Sie die Wand und... Achso, das ist ja eher... Quack, aktivieren Sie die Wand und Dachlaser. Oh nein, ich auch noch Laser. Okay, die Knöpfe sehen alle gleich aus. Scheiße. Quaxi Vogelhirn. Oh. Huch, ich glaube, das Telefon klingelt. Ich gehe mal ran. Ach du Kacke. Okay, zumindest schon mal keine Laser, oder? Immer in Bewegung bleiben. Ah, shit. Ordentlich, gib ihm. Immer in die Kronjuwelen.
Scheiße, wollte mich ranrollen. Er macht das aber auch immer nur ganz kurz, ne? Scheiße! Ah, wenn er seine Pose macht oder was? Oh! Es wird Zeit, in mehr Giftmodder zu investieren und eure Schmerzbeteiligung zu erhöhen. Och nein. Ist es denn nicht irgendwann mal gut? Ha! Scheiße. Alles auf einmal. Wie? Was? Wie soll ich denn hier was vorbereiten? Diese Bienen mich angreifen. Ah. Ja, komm hier. So. Oder ist es doch besser abzuhauen? Oh. Ich bin völlig fertig. Also, der zieht alle Register, dieser Bosskampf. Und erstmal rauszufinden, was man machen muss. Nee, schönen Dank. Für diese Folge reicht's mir. Ich dachte, ich beende es hier. Ich fürchte, ich beende es nicht. Beim nächsten Mal sehen wir uns in der letzten Phase wieder. Vorausgesetzt, das ist die letzte Phase. Und dann liegen bei mir wieder die Nerven blank. Ich muss mich erholen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.